genervt. Wir sind in den Luxusschiff gebaut. Und jetzt weiter Richtung Dänemark. Haben wir gut gemacht, gell? Gut, jetzt füllen wir schon die Augen zu. Jetzt haben wir, jetzt mal 3 Stunden drauf. 1 Stunde 25 können wir noch fahren. Reicht die Stunde 25 heute nicht mehr. Muss ich noch eine dritte Pause machen, also eine zweite Pause machen. Das heißt, ich habe jetzt 9 Stunden Pause. Fahre 4,5 Stunden, mache wieder Pause, 45 Minuten. Fahre ich die restlichen Stunden rein habe. Oder zwei. So fahre ich halt. Das ist freiwillig. Da ist gar kein. Da ist gar kein Platz mehr. Ein bisschen Vorsprung.
Dänemark, 1 Kilometer, Dänemark. Und das passt ja. Auf Wiedersehen in Schleswig-Holstein. Kontrollieren, das war mit der Tempel. Schnell, ich denke, das.
da geht's los. Was ist mit Eng los? Jetzt soll's mal kommen. Drüben stehen die Kollegen erst auf. Tja, und ich lege mich in einer halben Stunde hin. In 43 Minuten spätestens. Oh, da drüben steht ja kein Kreuzwagen. Geil, wie scheiße. Und der Panzer, na wichtig. Unbedingt. Stop Control. Nichts ist mit Stop Control, wir fahren einfach durch. Die Anzeigen, wo man stehen bleiben sollte, aber ja, läuft ja schon wieder. Da, gehen Sie, Nils Holgersson. Sind in den Süden. Jetzt schon, kommt so bald der Winter schon. Gibt den nie mit, bis auf den Halbweg. Tiere, was ist das wieder für eine? Ich freue mich raus, schau mal. Der ist ein Liter, der fährt 80. Aber da in Dänemark sind die Tiere heikel wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung. Der Kollege hat jetzt immer 85 km/h Geschwindigkeit nicht. Ja, was soll ich machen? Ab 6 soll ich wohl gut, das ist 7.
Dass man da nicht aus dem Meer raus können hatte, bin ich jetzt als, wenn wir hinkommen, das Fenster vielleicht morgen Vormittag, wenn ich noch Bock habe. Wenn wir rüberfahren müssen in den Hafen, wenn das Schiff um 12.45 Uhr geht, ich muss sicher spätestens eine Stunde vorher rüberfahren. Jetzt haben wir endlich 4 Stunden dran, jetzt haben wir noch 30 Minuten.
333 Kilometer habe ich noch bis ans Ziel. Und die 20 Kilometer noch weniger. Umso weniger, umso besser. Also hat der so richtig dahin gekrackelt wieder, gell? Mit 81 von der Riemenart. Gut. Tja. Da gehen wir hinterher. Schauen wir, da haben wir jetzt die nächsten Kilometerangaben. Bis Aarhus sind es noch zwei. 2 Stunden, da waren wir letztes Abladen in Aarhus. Geblinkt auf mein Tacho. Was wieder richtig ausgenutzt heute die Fahrzeit. Bin da auch in der Lüneburger Heide. Von Hirschberg weg von der ehemaligen DDR-Grenze. Frankenhöhe bis rüber. Die Lüneburger Heide, 4,5 Stunden, genau 4 Stunden 30. Am Postbusparkplatz. Haltestelle. Na egal, es sind nur zwei Pickups vorbeigefahren die ganze Zeit. Oder drei mit dem LKW. Und jetzt haben wir 4:15 drauf. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten zur Abreisstelle oder zur Parkplatzfläche. Gaststätte. Für mich ist es genauso. Dann haben wir morgen jetzt noch 300 Kilometer fahren. Passt genau wieder 4,5 Stunden weg. Ein paar Möwen. Meins.
geht halt dir schleppen, das passt, haben wir Zeit. Kostenlos parken, ne? Dann fahren wir kostenlos parken. Halten Sie sich links, danach biegen Sie rechts ab. Wie soll ich das tun? Hä? Choose language. Deutschland. Parkzeit. Neun Stunden. Jetzt ist 8, 5, passt. Spur 1. Wo ist meine Einlasskarte? Krieg ich nicht. Okay. Die Spur 1 war grün, die nehmen wir und fertig. Ist ja cool, hä? Haben wir da stehen? Der rote Tauf schaut ja cool aus, oder? Na, bin ich froh, dass wir fertig sind. Gott sei Dank.
sage euch was, ich lege mich hin. Guten Morgen, gute Nacht. Voilà. 10 Minuten geht's wieder los. Die letzten 300 Kilometer bis jetzt als schaut noch alles gut aus da. Wundert mich, dass die Plane heute nicht kaputt gegangen ist. Normalerweise fängt sie hier ins Reißen an. Aber naja. Und ja, kommt noch immer husten. Sagt auch noch. Blitzt auch noch, sehr gut. Vorne haben wir Mülleimer, schmeißen wir den Müll weg. Jetzt haben wir drei Viertel, fahren wir los. Drei Viertel fünf. Drei Viertel neun, neun rum und um zehn macht die Zoll zu. Viertel nach zehn der Zoll und um zehn die KGH. Also, müssen wir schauen, dass wir noch raufkommen rechtzeitig. Dann können wir morgen Vormittag noch ein bisschen mehr. Figur. Okay, da geht es. Alles schon läuft. Schön gereinigt. Naja, ein bisschen warten muss schon sein, gell? Ist der Müllsack noch? Los geht's. Die wilde Fahrt. Haben wir noch 7 Minuten. Wir laufen, wir fliegen quer durch Dänemark bis in den Norden. Jetzt sind wir gleich in Aarhus, wo wir vor 2 Wochen abgeladen haben, die letzte Abbaustelle, die dritte. Da fahren wir jetzt aber noch weiter. Ich euch jetzt als ganz an den Norden, an den Skagerrak. Da werden wir morgen drüber springen, morgen Mittag. Mit der Wundburg Harlein werden wir ein gepflegtes, warmes Buffet genießen. Leck duschen gehen. Es ist wie wenn du eine Seereise machst. So eine Kreuzfahrt auf Kosten der Firma. Einfach geil. So, jetzt geht es mich einmal schlecker da. Jetzt fahre ich einmal, ja. Ach, ich möchte es einmal erzählen, ich drauf. Jetzt ist 6 Uhr, jetzt dürfen wir holen. Punkt 6 Uhr. Da wird sich ein Eisen, oder? An 24 Grad hat viel Eisen aufgeladen. Alter Vater. Zwei Eisenschrottcontainer, die bloß bis oben voll sind. Wo oben schauen, die Achsen noch rausschauen. Fliegen einen Schrott dort. Lecker mir. Ein Wahnsinn. Der Arme. Jetzt sind wir vorbeigebrettet. Weil bergab kommt jetzt ja wieder näher. Ja? Bergab geht der Kiwi. Da müssen wir ein bisschen aufpassen da in Dänemark, weil da sind sie ziemlich heikel wegen Schnellfahren und wegen Überholen. Das passt ihnen gar nicht da. Ein Kollege hat letztens mit 84 haben die ihn an die Seite gezogen. Ja. Du bist gleich dabei. Wenn es vorweg knapp 100, das geht schon. nicht, tust du nicht, mir tut schon was weh. Ich kann nicht mehr mischen. Okay, fahren wir ein bisschen langsam. Wenn die PKW auf die Ruhspur fahren und dann nicht vorbeifahren, dann ist das Zeichen, dass man schnell genug unterwegs ist. Da Aarhus, 31 Kilometer schon. Da waren wir vor 2 Wochen. Auch eine interessante Reise, ja. Da sind wir von Gezer, da haben wir das Wochenende Gezer gebracht. Kommen auch super Videos, ja. Perfekt. Schön, dass der Regen aufgehört hat. Mal schauen, was morgen für Wetter denn hier hat. Weil der Zoll ist bis um 22 Uhr, also die KGH, die was die norwegischen Verzollungen macht, die Speditionszollfirma, oder? Das funktioniert doch voll super bei den in Norwegen.
Dann gehst du hin, schmeißt die Papiere hin, dann kriegst du die Papiere gerichtet, gehst zum Zoll und auf Wiedersehen, kannst du fahren. Das ist eine Arbeit auf eine Viertelstunde meistens. Geht viel super. Und der ist bis um, die sind bis um 10 da und der Zoll bis um Viertel nach 10. Das heißt, ich komme um 9 sowas hin. Und ich will heute noch das alles erledigen, dann bleibe ich da am Zoll stehen, weil morgen früh braucht man nur da knappe Stunde oder eine halbe Stunde rausgehen Richtung Meer. Jetzt sind wir schon auf dem perfekten Sandstrand in der Karibik. Das müssen wir uns ansehen. Und dann mit 12.45 Uhr geht die Fähre. Ich weiß, wir haben bis 11 Uhr ein bisschen Spaß. Bis um 11 Uhr dann reinfahren. Das kann man schon kriegen. Wenn es nicht regnet. Wenn es regnet, dann drauf gestuhlt. Wenn wir dann retour fahren, Donnerstag. Morgen ist Dienstag, morgen geht die Fähre. Am Mittwoch habe ich Ableitermin. Donnerstag in der Früh macht geht die Fähre durch vom Lavik Richtung Hirtshals. Dann werde ich wahrscheinlich wieder durchfahren bis Hamburg. Und am Freitag in Hamburg wieder laden. Ja. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, ob es so ist, aber kann ich mir gut vorstellen. Lassen wir uns überraschen. LKW geht ja wirklich fast der KMH schnell wie meiner. Das ist natürlich nicht auszuhalten, dass man hinterher fährt. Aber es ist eh dreispurig. Da passt es eh, gell? Donaufahrt rein, oder was? Du Bruder, siehst du es nicht beinahe? Ja, du musst dir Gas geben, ich kann dir nicht helfen. Hepper, da, jetzt fahrt es rüber, da die Mini und mein Gott, mein Himmel. Gibt's ja nicht, oder? Ja. Kann ich nicht helfen, da kann ich nicht schneller gehen. Muss mir nicht unbedingt. Haben sie die Bremsen für dich, ne? Wie haben wir es denn? Rotspippen. Ja, so ein Nagelschwert. Alles nur ein Schuh. Keine Angst. Der Haku da von Norwegen da, das wäre noch eine Firma für mich, glaube ich. Da kriegst du 650er Scania, 3-Achse. Die habe ich schon in Italien fahren gesehen, in Spanien. Norwegen, da wärst du nicht bei der EU angst, du wärst nicht in der EU. Das ist schon interessant, was da mit Verdienst ausschaut. Aber naja, momentan passt's.
Momentan passt es mir sehr gut da. Ein Wasser wäre blöd. Die Zeiten wie vor 20 Jahren noch länger, wo wir es richtig gut verdient haben, die sind halt schon lange vorbei. Ich krieg echt nicht schlecht bezahlt. Ich lohne immer so um 16, 17 Uhr Wiesn. Das war heute früh. Hab meine ganzen Rechnungen alles bezahlt. Meine Kredite hab bezahlt, rückbezahlt, naja, mach mal zu hart, gell. Und dann bleiben noch ein paar hundert Euro über und dann. Das ist ein Witz, oder? 43% zahle ich nur an Steuern, also fast die Hälfte vom Lohn sind Steuern. Wo ich dann, wenn ich mir was kaufe, auch wieder 20% oder 10, 12% Steuern zahlen muss. Nein, das ist nicht normal. Ein Schiss in Österreich, das ist nicht normal. Die Versicherungen sind so teuer. Ja, mein Kollege ist nach Ungarn gezogen. Hat in Österreich zwei Autos Teilkaskoversicherung gehabt, gebraucht. Nicht? Und dann muss man bezahlt, hat auf jeden Fall ein Schweinegeld. Und jetzt hat er sich in Ungarn angemeldet und hat sich beide Vollkasko versichert, gebrauchte Fahrzeuge, und zahlt 43 Euro im Monat. 43 Euro. Muss bei uns, weiß ich nicht, für Vollkasko im Monat für meinen, ich zahle Teilkasko für meinen 130 Euro. Mit der Versicherung, mit Teilkasko 100 oder 160 Euro im Monat. Für mein 200 PS Fahrzeug Teilkasko. Und der zahlt 34 Euro Vollkasko mit Versicherung. Weil er da. Bei einer deutschen Versicherungsgesellschaft. Also, die ist in Deutschland wahrscheinlich ziemlich zu teuer. Der Fuchs dicht. Hat das Not. He. Wir dumm sind wir. Wenn du dann siehst, was die mit unserem Geld aufführen, da. Die kriegen keine Straßen hin. Die kriegen nichts. Die kriegen nichts zustande. Nichts. Keine Kinderbetreuung für die Kinder. Nichts. Da kommt nichts auf die Reihe. Aber wenn eine Bank pleite geht, da werden Milliardenbeträge locker geworden. Ja, klar. Oder für große Firmen, die Corona da jetzt, die werden auch zugesperrt und dann wird das Geld vom Steuerzahler genommen. Ja, wenn die Gewinne machen, kriegen wir kein Geld. Wenn die Banken jetzt wieder super Gewinne machen mit Krediten, kriegen wir kein Geld. Wir haben aber die depperten Banken gerettet. Alles klar, alles. Kennst du aus? Die Menschen müssen brennen und Krieg führen für die Interessen für die Kosten. Da schau, da steht der Flieger heute, da habe ich meine Kamera laufen. Der hat sich da ziemlich verflogen, ja. Die muss auch hinpacken. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Nein. Man darf nicht nachdenken. Aarhus Süd, sind wir schon abends. Schau jetzt, geht's mal richtig drehen. Die Firma hat auch sehr schönes Design, die jetzt da gerade überholt. Halten Sie sich links in 3 Kilometer. Ja, das sind, gibt verschiedene Firmen mit sehr schönen Design. Das ja, heißt schon los. Cool, irgendwie. Am roten Kratzer hinten drin, da. Im Kühler. Ein Kollegen streift, hä? Nach 2 Kilometern halten Sie sich links. Ja, haben wir es hier schon eingereiht. Süße. Ich weiß nicht.
der Chlorreform jetzt da noch. Das war Mist. Ah, plötzlich geht auch 89. In einem Kilometer halten Sie sich links. Nach 800 Metern halten Sie sich links. Ja, wird schon langsamer, war klar. Das ist ein Scheiß. Was fährst du nicht weiter, die 880? Komm. Jetzt wieder zweispurig. So halten Sie sich links. Ja, wenn wir eh links sind, hä? Ach so, so dann. Ja, das ist eine richtige Werbestimme. Mein LKW im Navi ist auf meiner Stimme schon. Da. Das wird lang nicht so viel. Ja, was ist jetzt? 285, ne? Kim. Folgen Sie E45 für 15 Kilometer. Dann schon wieder nicht ein. Kriege ich wieder eine Nachricht. Den Sicherheitsabstand hältst du aber auch nicht ein. Nein, aber ich sehe nach vorne und ich bin bremsbereit. Mal bitte. Scheiß da unten drauf, fahr mal hinterher. Lass uns halt auf unseren 50 Meter Abstand ein und grüß. Wenn ich jetzt zum Überholen ansetze, fährt er wieder 89 und da komme ich nicht vorbei. Und da ist so Verkehr in Dänemark. Der Pkw-Verkehr ist ziemlich schlimm. Schiss mal, Alter. Immer wieder schön die Wolken. Richtung Norwegen hinein.
Norden, also vom südlichsten Teil von Norwegen Richtung Norden, 1-2-3 Stunden, was ich genau. Muss ich erst genau schauen, wo wir hin müssen. Wenn ich vorstelle ist. Jedenfalls sind wir morgen auf der Baustelle und am Mittwoch früh wird abgeladen. Vielleicht geht das Mittwoch ziemlich schnell mit Abladen, dann könnten wir am Mittwochnachmittag noch in den Hafen fahren von Larvik, vielleicht kann man sich von da aus ein bisschen Larvik angucken. War ich eh noch nie. Bin auch interessant. Ich bin immer nach Kristiansand gefahren mit der Fähre nochmal. Ah, Blödsinn, letztes Bild da. Ja, nur durchgefahren. Deswegen wieder mal runtergefahren. Da wollte ich auch schon lange mal fahren. Wir werden das nächste Mal fahren. Also im Winter, da ist besser am Meeresrand dahin zu fahren, weil da, ja, ich würde sagen, die Temperatur ist nicht einmal noch besser ist auf der Verbindung nach Finnland. Wie im Inlandswegen. Da geht es rauf, runter, es geht zwar auch am Meer. Da fahren sonst mal rauf, Richtung. Richtung Finnland. Auch ab und zu rauf runter, aber nicht so extrem wie im Inlandswegen. Der Inlandswegen, das wäre was so für jetzt September, Ende September, sonnige Tage noch. Wo die Sonne niedrig steht. Die roten schönen Häuser, die vielen Wasser, See, Stau, die aufgestauten Flüsse, die Stau sind. Dann wäre es jetzt schön, ja. Aber wir nehmen, wie es kommt. Wenn es sein muss, fahren wir auch wieder von Trindl nach Formentera. Wenn wir voriges Jahr im September waren, waren wir noch im Meer baden. Ich und mein Kollege, der Dirk, der kommt morgen, also der ist jetzt hinter mir. Ich lade am Mittwoch ab und er am Donnerstag. Dann wird wahrscheinlich, also kommt er mit der Nachtfähre. Nein. Nicht, der kann nur tags so vor wie ich auch schon. Wenn wir wieder gerade nicht zusammenkommen, vielleicht werden wir uns irgendwo begegnen. Ja, vielleicht war es morgen, bis am Mittwoch, wenn der Fähre rüberkommt und ich wieder zurückfahre. Wollen wir schon sehen, wie es läuft. Ja, Köder darf, könnte auch schnell gehen, nicht? Wenn er richtig eingestellt ist. Klute, der brennt vorbei, ja? Super geiler Scheiß. Gehen wir zu, geht schon. Ja, jetzt war ein Blick wieder nicht. Gehen, geht schon. Ich weiß, wie schnell du fährst. Na ja, 93. 6 km schneller wie ich.
ohne schnell Gewehrfahrer sind alle komisch, ich weiß nicht. Muss ich nicht bedanken, nichts. Aber die Bewohner in Polen, die was ich jetzt alle getroffen habe, in der letzten Zeit, viele nette, freundliche Leute eigentlich. Wie überall auf der ganzen Welt eigentlich. Überall, wo ich hinkomme, sind in Deutschland und in Österreich. Ja, Österreich, ja, mein. Ja, in Deutschland sind sie auch, aber der Verkehr auf der Straße, das ist furchtbar, was denn? Warum man da so sein muss? Keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich ja Mimose. Na, Aufzug, Aufzug nach Hitzau, jetzt gehen wir weiter. Sonnenuntergang, ne? Großes Schauspiel. Wahnsinn. Was für ein Naturerlebnis wieder. Und auch 94 Kilometer. 93. Der ist auch 91. Alle Parameter sind im grünen Bereich. Aussicht ist perfekt durch meine fliegenverdreckte Scheißscheibe. Kann man nicht gewiss entgegen, he? Motorwagen mit einem Sattelzug nach hinten drauf. Das sind die richtigen Gespanne. Ja? Da bin ich mit meiner bisschen Überbreite da. Pipifax. Pipifax. Die ganze Zeit nach Osten da. Ich darf nicht zu viel lachen. Ich möchte nicht lachen, wenn ich will. Wenn man nicht mehr lachen auch könnte, dann wäre das Leben für nichts. Jetzt habe ich schon ziemliche Sehnsucht wieder nach meinen Freunden in Italien. Ich könnte wieder so einen gemütlichen Abend, ein gutes Essen, ein bisschen Wein. Ich bin schon sehr dringend geworden. Oh, siehst du, ich will schon benannt sein. Jetzt sind wir schon in Alburg. Jetzt fahren wir unter dem Meersam den Limfjordtunnel durch. Limfjordtunnelen, da ist er jetzt schon. Dann ist nichts, weil wir dürfen nur 70 fahren. 50, dann würde ich das mal weiter schwimmen. Okay, und da links. In Schweden, da verlangsamen wir mal ein bisschen die Spur schon. Da fahren wir wieder rechts. Da wird das alles wieder. Oh, es geht alles durch eine Spur im Tunnel durch. Ne? Alles klar. Darum dürfen wir heute noch 50 fahren. Halten Sie sich rechts in 3 Kilometer. Ne, ja, ich denke, jetzt zahlt sich weiß. Da. Keine Hütchen aufgestellt. Nach 3 Kilometern halten Sie sich rechts. Mit einfach die mit Überkupfer quasi die Spur gesperrt und fertig. Kennst du das? Na, du musst aufpassen. So, dann habe ich schon fast durch. Spuckt dann sich auf der anderen Seite schon wieder aus.
Wenn du das mit Automatik fährst bei den TAF, da fährst du 30, schau, da musst du selber Gas geben, weil das ist einfach unbeschreiblich, was das fährt, ein Rotzgetriebe ist, echt. Ach. Jetzt ist der so und so nicht schon der schnellste Motor, der TAF-Motor, und damit dein Getriebe, das ist einfach eine komplette Katastrophe. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, gell? Ein, zwei, drei Mal habe ich das schon erwähnt. Nach 2 Kilometern halten Sie sich rechts. Nervös und B. Schön in den roten Bereich eindrehen. Dann wird zwar nicht schneller, aber ein bisschen lauter dafür bin ich. Mit, mit. Rechts geht schon, jetzt heißt es Tisted. Wir kommen kurz vor 9 an, das passt genau bis 10 hat der KLH auf. Nach 800 Metern halten Sie sich rechts. 18. Wir machen noch alles erledigen und dann stehen wir schön zeitig auf. Kochen wir uns einen Kaffee und dann gehen wir ins Meer. Halten Sie sich rechts. Ausgesetzt, es regnet nicht, gell? Halten Sie sich rechts. Sie ist hier, der erste da ist, gemein, der erste da. Ah, bitte. So, so. Folgen Sie E39 für 57 Kilometer. Freue ich mich morgen schon auf eine gepflegte Dusche in meiner Kabine. Dann schlendern wir durchs Schiff und dann gehen wir noch ganz super essen. Oh, ich damit ist geil. Chinsoße, eine lange. Mal kicken. Vielleicht haben wir Zeit. Wenn sie nicht gerade 60, 70 Euro kostet. Ich habe das letzte Mal da. Frühling oder so. Ah, im Jänner, glaube ich. Habe ich voll den coolen Hoodie gekauft. Gesteppter Hoodie. Grau und norwegische Flagge drauf. Perfekt. Ich weiß es die Marke nicht, aber sie ist eine berühmte. War gar nicht so schlimm teuer. 30 Euro oder 38 im Angebot. Jetzt habe ich noch so ein schönes Chili dazu gekauft zu Hause. Jetzt brauche ich natürlich noch so eine coole norwegische Jeanshose oder Stoff, also egal. Dass das zum Ensemble dazu passt. Ich habe vielleicht 20 Tage im Jahr keine Arbeitskleidung an. Da kannst du schon mal was Schönes sein. Ich glaube, ich bin keine 20 Tage zu Hause. Und wenn es schön ist, bin ich zu Hause mit der Badehose unterwegs. Mit der Kurzhose. Und im Winter irgendeinen alten Jogginganzug. Für Jogginghose gut. Komm nicht ganz hin. Das muss sich ein bisschen ändern. Es gehört ein Wohnmobil wieder her. Ein Wohnmobil. Und am Wochenende dann schnell einmal kurz nach Ungarn rüberbrettert in ein Thermalbad. Im Herbst und im Winter. Oder aus Slowenien oder in Österreich auch zu einem Thermalbad. Ist ja egal. Da. Südsteiermark. Am Abend zum Eugen. Ja. Markhändl. Muscatella. Yes, Sir. Aber ja. Momentan finanziell ausschaut, wird das hier nichts werden.
Danke, liebe Stadt. Wir trampeln uns die Treude, wir trampeln durch die Saat. Hurra, wir verblühen, für uns bezahlt der Staat. Auf geht's, die letzten 58 Kilometer. Los, los. Sind wir aber fast da in Hirtshals. Jetzt in der Fahrschicht, aber naja, kann man sagen, 21 Stunden Fahrzeit bis jetzt halt von Urteil. Da links ist unser Zoll, da fahren wir jetzt hin und da rechts geht's runter ins Meer. Da wollen wir auch hin morgen früh, wenn es schön bleibt, aber da hat es nämlich geregnet, vor kurzem erst. Zollhof ist schön und frei, sehr gut. Tod, dritte Ausverkürzung, Tod. Tod. Und da rechts. Unter der Straße durch. Der Weg runter ins Meer. Nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Danach biegen Sie links ab. Da sieht man die Beleuchtung. Da rechts unten kann man da unten durchgehen unter der Straße. Transportcenter Tolt Zoll. Da müssen wir hin, da steht ein paar Wohnmobile. Ich bin ziemlich oft welche. 40 Metern biegen Sie links ab. Baumarkt. Tankstelle. Da. KGH brennt das Licht, oder? Ja, nicht mehr, oder? 50 Metern biegen Sie links ab. Nein, stellen wir uns hin. In 250 Metern biegen Sie rechts ab, danach erreichen. Die nächste rechts, danach erreichen Sie das Ziel. Stellen wir uns da hin, ja. Sie erreichen Ihr Ziel in 120 Metern. Gut rausfahren, gell? Wir sind erst drei Fuß frei. Und alles ist gut, ne? Ich hab noch drin am Zoll, also es läuft noch. Ich will rein. Ankunft! Schneller greifen, die Molle lange Hose an. Soll ich mal kurz ausziehen? Nein, es ist noch Sommer, fertig. Auf geht's! Heute nicht mehr zum Zoll. Erst morgen. Super. Morgen um 8 Uhr. Scheiße aus. Spiegelt so gut. Naja, da legen wir hin. Hätte man nicht zu hetzen gebracht. Danach morgen geht's nach Norwegen. Schau dir drum. Morgen braucht der Strang kommen. Scheiße. Ich glaube, das wird nichts mit unserem Meer gehen.